Gefällt dir mein Video? Dann schau in die Videobeschreibung. Dort erfährst du, wie du mich unterstützen kannst. Weiter geht's. Moin ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Drill of the Week mit dem Namen Inside Forehand Power. Also wir versuchen aus der Vorhand Inside Position heute richtig Druck zu machen. Immer meine Empfehlung, schaut euch das Video bis zum Ende an, denn ich zeige hier noch einige Variationen. So, wir starten den Drill hier mit einem Vorhand-Cross-Anspiel. Vorhand-Cross wird zurückgespielt. Und dann hat der Spieler, der dann den zweiten, den Ball umläuft, also inside steht, hat dann die Aufgabe, Power zu machen, also Druck zu entwickeln. Wir lernen hier bei diesem Drill Vorhandtraining inside in und inside out, wie man Druck ausübt, offensives Spiel, und wir wollen natürlich auch eine Stärke entwickeln, denn dieser Vorhandball kann sehr, sehr mächtig sein, kann eine sehr, sehr mächtige Waffe sein, wenn man ihn gut perfektionieren kann. Gehen wir also jetzt mal in den Drill rein. Also Anspiel vom Gero hier unten. Einmal wird zurückgespielt und ich muss jetzt Druck machen. Und das kann ich entweder Inside Out oder Inside In machen. Und da kommen wir auch schon zu den Variationen. Ihr könnt das natürlich auch vorgeben, dass jetzt hier an dieser Stelle entweder Inside Out oder Inside In gespielt werden muss. Das könnt ihr euch aber, wie gesagt, frei ausdenken. Und natürlich lässt diese Übung noch Möglichkeiten für weitere Variationen. Es wäre durchaus denkbar, dass zum Beispiel ein Vorhand-Longline-Duell gestartet wird und der Spieler, der letztendlich dann in der Rückhandecke weit steht, der kann dann den Vorhand-Inside-Out eröffnen. Eine weitere Variation wäre natürlich auch die Anzahl der Wiederholungen zu erhöhen. Also das heißt, dass vorher häufiger der Ball cross gespielt werden muss, nicht nur einmal oder zweimal. Und ich möchte euch noch eine nette Match-Variation mit an die Hand geben. Nämlich, ihr könntet es auch spielen, dass derjenige, der Druck ausübt, auch nur punkten kann. Das bedeutet jetzt hier für diesen Ballwechsel, Gero ist der Anspieler und hat dadurch den Nachteil, dass ich jetzt derjenige bin, der Druck machen kann. So, und sollte natürlich. Und ich mache hier den Punkt und bin jetzt, und das seht ihr jetzt in diesem Beispiel nicht, weiterhin der druckausübende Spieler. Das heißt, eigentlich müsste Gero jetzt Anspiel machen und ich kann weiterhin versuchen, Druck auszuüben und letztendlich dann Punkte gewinnen. Gero soll also versuchen, mich dann in diesem Moment zu breaken, und sollte er das schaffen, bin ich der Anspieler und Gero hat den Vorteil und kann punkten. So könnt ihr das wunderbar dann entsprechend in einer Match-Variation noch integrieren. Ja, kurzer, knackiger Drill. Macht mir mega viel Spaß und finde ich auch extrem wichtig, das zu üben. Inside-Out, Vorhandbälle, ganz wichtig. Also, probiert es mal aus in eurem Training und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Schaut euch die Videos an, die ich euch jetzt hier einblende. Und dann bis dahin, euer Martin.